Wahnsinnig viele Influencer werben aktuell für den Browser Opera und dessen Gamer-Version Opera GX. The thing I spent a long time using recently is the Opera desktop browser. Shout out an Opera GX. So, download the upgraded version of the Opera browser. Und Freunde, ich nutze seitdem keinen anderen mehr. Unmenschlich cool und modern, dass sich andere Browser anfühlen wie aus der Windows XP-Zeit. It is the best browser for anyone remotely interested in tech. In meiner Kommentarspalte, als ich vor dem neuen Update von Google Chrome gewarnt habe, war Opera GX der mit Abstand meistgenannte Browser, den ihr benutzt, um sicher vor der Datenkrake Google zu sein. Sogar im Stream letzte Woche wurde ich darauf angesprochen, was ich zu diesem Browser meine. Und ja, ich habe auch schon einige Sponsoring-Angebote vorliegen gehabt von Opera GX. Und nein, ich werde ihn nicht bewerben. Warum der Browser nicht nur ein bisschen problematisch, sondern richtig gefährlich werden kann, das erfahrt ihr hier. Und ja, es wird schlimmer, je tiefer man reingeht. Und genau das tun wir heute. Ich versuche hier übrigens nicht ganz so technisch zu werden und euch nur die Ergebnisse der durchaus langen Recherche zu präsentieren. Da solche Recherchen und technischen Experimente allerdings immer viel Zeit benötigen, danke ich heute unserem Sponsor Incogni für die Unterstützung in diesem Video. Datenbroker, die weltweit Daten verkaufen, sind ein riesiges Problem, das wir auch noch in diesem Video weiter besprechen werden. Diese Daten werden zwar oft legal erworben, aber haben wir uns wirklich überlegt, wie weit wir diese Daten verbreitet sehen wollen? Rechtliche Erlaubnis bedeutet nicht immer automatisch Sicherheit. Stellt euch vor, Vermieter, die euch auf Basis dieser teilweise sogar falschen Daten einfach ablehnen, oder Krankenkassen, die Entscheidungen über euch treffen, und Kreditinstitute, die euch auf Grundlage vertraulicher Informationen ablehnen können. Hier kommt Incogni ins Spiel. Sie bieten eine Lösung, mit der wir uns endlich wehren können. Mit Incogni könnt ihr den Datenhändlern per DSGVO sagen, dass sie nicht nur den Verkauf einstellen, sondern auch eure Daten löschen sollen. Dazu habt ihr das Recht. Klar, es gibt wahnsinnig viele solcher Broker und es ist sehr viel Arbeit, sie alle anzuschreiben. Aber hier kommt der Clou von Incogni. Dort müsst ihr euch nur ein einziges Mal registrieren und sie kümmern sich dann anschließend um die gesamte Kommunikation, das Stellen von Anfragen und das Überwachen der Löschprozesse. Und wenn jemand auf stur schaltet, dann hat Incogni auch kein Problem damit, juristisch Druck zu machen. Ihr bekommt dann ab und zu eine E-Mail, die euch wissen lässt, dass wieder ein Datenbroker eure Daten entfernt hat, und dieses Gefühl ist einfach... Also, verpasst nicht eure Chance mit dem Link in der Beschreibung unten. Und für die schnellsten 100 unter euch gibt's einen saftigen 60% Rabatt mit meinem Code. Zurück zu Opera und Opera GX. Sie positionieren sich ganz klar aktuell als die coolen Browser, die Browser für Gen Z, für echte Gamer. Das sieht man vor allem an ihrem Twitter, X-Account. Frisst 80% weniger RAM. Ihr könnt sogar die Hardware-Ressourcen limitieren, Designs anpassen und ihr habt direkt Twitch und Discord in der Seitenleiste. Dann noch ein Gaming-Release-Kalender, integrierte Adblocker und behalte deine Geheimnisse sicher mit einer kostenlosen VPN. Erstmal, eine VPN? Die VPN? VPN steht für Virtual Private Network. Network. Das Netzwerk. Aber auch der normale Opera ohne GX wirbt speziell mit Privatsphäre. Gleichzeitig wird KI in Form eines Chatbots integriert und sogar auf Web3, also Krypto, NFT und Co. gesetzt. Wahnsinn, endlich Fortschritt und das alles gratis für uns. Und so viel kann ich sagen, es sind nicht die Features, die das Problem sind. Zumindest nicht welche Features es sind. Das Problem fängt viel tiefer an. Dazu muss man aber immer verstehen, woher kommt eigentlich das Geld? Also wer finanziert diesen Browser, der uns alle sponsoren will, wenn wir Endkunden ihn eigentlich sogar gratis bekommen? Opera verdient Geld mit Ads. Das ist erstmal recht einfach zu sehen. Als Firma kann ich nämlich in einem Ad-Manager Werbung für meine Dienste schalten. Die meisten User sind laut Opera zwischen 18 und 24 Jahren alt, die zweitmeisten 25 bis 34. Gen Z und Gamer eben, wie gesagt. Die Werbung ist im Browser oder dem Newsfeed integriert und was braucht man für Ads? Richtig,
Daten. Und mit einem Browser ist das am einfachsten von allem. Welche Informationen hat denn so ein Browser? Naja, fangen wir vorne mit dem technischen Experiment an. Wenn ich den Browser starte, ohne dass ich irgendetwas selbst tue, verbindet sich der Browser mit Opera.com. Das ist auf der einen Seite natürlich logisch und nötig, damit der Browser prüfen kann, ob es zum Beispiel Updates gibt. Gleichzeitig liefert es aber Opera auch meine IP-Adresse, die genutzt wird, um die Sprache zum Beispiel für Websites zu ermitteln. Diese IP-Adresse reicht aber aus, damit Opera von euch einen ziemlich genauen Standort hat. Dazu liefert Opera euch jetzt aber auch noch eine UUID, also eine unter allen Opera-Nutzern eindeutige Kennung, die nur in eurer Installation hinterlegt ist. Damit kann Opera, auch wenn ihr beispielsweise das Smartphone mit nach Australien nehmt, eindeutig erkennen, dass immer noch ihr das seid und nicht irgendjemand anders. Die Opera-Server liefern danach noch eurem Browser einige Werbepartner wie Amazon oder Booking.com. Das sind die, die ihr am Ende auf der Startseite nach der Installation sehen könnt. Außerdem wird übermittelt, woher ihr den Browser habt, also zum Beispiel über eine Suchmaschine gefunden, und die Website von Opera wird euch angezeigt. Anschließend wird nach euren Add-ons geschaut und die werden auf Updates überprüft. So, und wer jetzt sicher sein will vor der Datenkrake Google, den muss ich hier enttäuschen. Beim Start von Opera wird Google immer kontaktiert, also wirklich immer. Wenn ihr jetzt anfangt, diesen Browser zu benutzen, also eine Website aufruft, wird automatisch jede einzelne aufgerufene Website an Opera geschickt. Also jede. Das ist erstmal eine Sicherheitsfunktion, bei der Opera bei sich auf dem Server prüft, ob diese Seite eine bekannte Phishing, also eine bösartige Seite ist. Aber genau dadurch kann Opera natürlich auch jede einzelne Website mitschreiben, die ihr besucht. Aber zu Operas Verteidigung, es wird nur der Domainname übermittelt. Also bei diesem YouTube-Video wird beispielsweise nicht watch-v=id übermittelt, sondern nur youtube.com. Dadurch weiß Opera nicht, welches Video ihr gesehen habt, sondern nur das hier auf YouTube wart. Möchte man es richtig und datenschutzfreundlich machen, könnte man es auch so machen. Opera sendet euch einfach die Blockliste alle halbe Stunde an euer Gerät, anstatt einfach den gesamten Verlauf an Opera zu senden. Dennoch, ihr könnt die Funktion deaktivieren in den Einstellungen unter Schütze mich vor bösartigen Websites. Auf die Funktion sollte man sich übrigens eh nicht verlassen. Diese Blocklists funktionieren in meiner Erfahrung immer erst eine Woche ungefähr zu spät. Und hier übrigens ein Funfact, der sogar belegt, was ich gerade gesagt habe. Selbst wenn ich diese Funktion bei Opera deaktiviere, wird weiterhin jede einzelne Domain, die man besucht, an Opera gesendet. Auch wenn die Funktion aus ist. Und selbst wenn ich den Inkognito-Modus aktiviere, ihr wisst schon, der für extra private Aktivitäten gedacht ist, wird jede Domain an Opera übermittelt. Damit ist Opera genau auf einer Wellenlänge mit Googles Chrome. Schütze deine Privatsphäre. Ich konnte damit übrigens die Ergebnisse vom Kuketz-Blog nochmal verifizieren. Aber hey, für eure Privatsphäre gibt's ja zum Glück noch diesen VPN, der gratis dabei ist, richtig? Opera VPN ist technisch gesehen kein VPN, sondern nur ein Browser-Proxy. Nur die Anfragen aus dem Browser werden durch den Server geschoben, nichts anderes. Das ist zwar erstmal kein Problem, ist aber irreführendes Marketing, weil es so einfach falsch ist. Zu diesen ganzen öffentlichen Statements werden wir noch ein paar Mal kommen. Dazu hat die Quelle, die ich euch unten verlinke, festgestellt, dass zwar OpenVPN und WireGuard auf der Website beschrieben wird, also Technologien für VPNs, aber im Grunde wird nur HTTPS over TLS genutzt, also nicht die gängigen Technologien, die VPNs schnell und sicher machen. Und der VPN wiederum macht nichts anderes, als eure Browseranfrage an Opera zu schicken und von dort dann an die Website. Also, auch durch die VPN-Funktion bekommt Opera euren vollständigen Browserverlauf und sogar die Webseite, die ihr besucht. Also ja, gegenüber anderen Anbietern seid ihr durch den VPN vielleicht ein bisschen geschützt, aber halt auch nur bedingt. Denn Opera selbst ist randvoll mit externen Trackern. Bing bekommt eure Daten, also Microsoft, zu denen Bing einfach gehört. Google ist mit Google Analytics auch dabei. Yahoo ist über Y-Image dabei. Facebook ist auch dabei. Also eigentlich kann jeder was von euren Daten abhaben, auch wenn ihr den Opera VPN benutzt. Und das bei einem Browser inklusive VPN, der mit Privacy wirbt.
Dazu kommt übrigens noch diese besonderen Add-ons, die im Gaming-Browser drin sind, wie Discord oder Twitch, sind im Browser. Das bedeutet, Opera kann theoretisch alles mitlesen, was ihr auf diesen Websites tut. Dazu sind Tracker eben da. Das können sie nicht, wenn ihr diese Websites extern habt. Aber die große Frage ist, was macht den Browser so viel schlimmer als Chrome oder die anderen? Die tracken ja auch jede einzelne Website, die wir besuchen. Im gruseligen technischen Teil konnten wir jetzt feststellen, dass sich Opera ein ziemlich gutes Bild von euch machen kann, von eurem Profil, wer ihr seid, welche YouTube-Videos ihr schaut, welche Musik ihr hört, auf welche Pornos ihr steht und welche Dating-Websites ihr besucht. Jetzt kommt es darauf an, wem ihr eure Daten geben wollt, und das bestimmt die Firma dahinter. Opera und Opera GX werden entwickelt von Opera Software, einer norwegischen Firma. Das ist eigentlich ziemlich gut, denn in Europa gilt die DSGVO. Diese Firma und Opera werben übrigens nicht gerade wenig mit ihrer Geschichte und dass sie das ja alles schon so lange machen. Software made in Norway since 1995. Aber eine Sache verschweigen sie dabei. Opera war früher ganz vorne dabei bei den dubiosen Marketingkonzepten. Habt ihr euch früher zufällig auf zwielichtigen Seiten rumgetrieben? Dann habt ihr vielleicht gelegentlich mal Werbung für Java-Updates oder Video-Abspiel-Software oder ähnliches bekommen. Was ihr aber dann tatsächlich bekommen habt, wenn ihr dieses Java-Update installiert habt, war Opera, der sich einfach so als Standardbrowser in euer System geschrieben hat, obwohl ihr dachtet, ihr habt ein Java-Update installiert. Habt ihr über Chip Online eine Software installiert, muss man immer höllisch aufpassen, nicht noch zufällig andere Software zu installieren. Auch da war sehr häufig Opera dabei. Das nennt sich Adware und ist eine Art von unerwünschter Software. Das ist also nicht gerade eine rühmliche Geschichte, mit der sie sich da schmücken. Aber die Firma ist an sich auch eine andere, als sie vorgibt zu sein. Opera Software, die norwegische Firma, von der wir es gerade hatten, die Opera entwickelt, gehört zu 100% der Opera Group. Die Firma, die aber hauptsächlich drin steckt, ist Beijing Kunlun Tech Co. Fun Fact, es ist irre schwer, Informationen über dieses Unternehmen zu bekommen. Es gibt nicht mal einen Wikipedia-Eintrag zu ihnen, nur für den Gründer. Bisschen sus. Sie sind aber eher dafür bekannt, einfach ausländische Apps aufzukaufen. Sie haben einige mobile Games, das musikbasierte Social Network Star Group, aber vor allem Opera gehören ihnen. Aber unsere Daten, die wir Opera geben, sollten ja eigentlich nur zur norwegischen Opera Software kommen, richtig? Die Dachfirma hat dann ja eigentlich nur was von den Profiten, die aus dem Browser entstehen, so der Plan. Dazu zitiere ich mal übersetzt aus Operas Datenschutzerklärung. Im Allgemeinen fungieren die anderen Unternehmen der Opera-Gruppe, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben können, als Datenverarbeiter für Opera Norwegen. Zitat Ende. Das heißt, innerhalb der Opera Group können alle anderen Unternehmen auf die Daten zugreifen. Das heißt, die Daten landen eben doch bei Kunlun Tech. Und das ist ein Problem. Einige Beispiele, wieso, mal kurz hier. Kunlun Tech besaß auch die App Grindr, eine LGBT-Dating-App. Eine Dating-App ist ziemlich sensibel, sie enthält nämlich Chats, Bilder und im Fall von Grindr sogar gesundheitliche Daten. Im April 2018 gab es Berichte darüber, dass Grindr den HIV-Status seiner Nutzer an Dritte weitergegeben hat. Allein die Registrierung auf einer solchen Plattform kann euch übrigens in manchen Ländern das Leben kosten. Sollte Kunlun Tech hier die Informationen beispielsweise an Länder weitergeben, in denen Homosexualität illegal ist, ist das weniger lustig für euch, falls ihr am Zoll steht. Deswegen hat die US-amerikanische Regierung so lange Druck ausgeübt, bis Kunlun Tech seine Anteile verkauft hat. Die USA begründen es mit nationaler Sicherheit und ihr wisst, wie unangenehm die bei dem Thema sind. Aber auch die Opera Group selbst ist nicht ganz rein von solchen Problemen. Opera hat nämlich auch einige Kredit-Apps, also Apps, wo ihr euch Geld leihen könnt. Ein Bericht von Hindenburg Research behauptet, dass einige dieser Kredit-Apps räuberisches Verhalten zeigen und damit gegen die Google Play Store-Richtlinien verstoßen. Die Apps, die in Frage gestellt werden, sind Ocash und Opesa in Kenien, Opay in Nigeria und Cashbean in Indien. Räuberisches Verhalten klingt so übel, wie es wirklich ist. Opesa beispielsweise bietet, laut Bericht, einen Kredit für 91 bis 365 Tage und 12% maximalem jährlichen Zinssatz. Zumindest sagen sie das. Der Bericht sagt, in Wahrheit geht der Kredit 15 Tage
und der jährliche Zins ist bei 438%. Zahlst du nicht rechtzeitig, werden es übrigens sogar 876%. Also stellt euch vor, ihr leiht euch 100 Euro, weil es mal knapp ist, und geht davon aus, dass ihr in einem Jahr 112 Euro zurückzahlen müsst. In Wahrheit müsst ihr dann aber 876 Euro zurückzahlen, weil das Marketing euch falsch informiert hat. Das ist durchaus räuberisches Verhalten. Deswegen hat Google diese Apps kurzerhand aus dem App Store geschmissen. Klar, in Nigeria, Kenia und Indien ist jetzt der Käuferschutz nicht so hoch wie bei uns. Da können sich die Leier nicht so richtig gegen sowas wehren. Und was man nie vergessen darf, auch mit dem neuen Datenschutzgesetz in China darf der chinesische Staat noch immer zu 100% auf alle Daten bei Unternehmen zugreifen. An der Stelle erinnere ich nochmal ganz gerne, dass Minderheiten wie die Uiguren dort verfolgt werden und unabhängiger Journalismus fast unmöglich ist. China ist Platz 179 von 180 in der Rangliste der Pressefreiheit. Es gibt zudem ein Social Scoring System, zu dem ich mal ein Video erstellt habe, und ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass ein solcher Staat weiß, was für eine Person ihr seid. Also, ich fasse nochmal zusammen. Opera und Opera GX sind Spyware und damit eine Form von Malware. Opera erhält Zugriff auf alle eure besuchten Websites. Der VPN und die Apps machen es eher schlimmer als besser. Operas Apps wurden schon aus dem Play Store geworfen wegen räuberischem Verhalten. Und der chinesische Staat, der eine Reihe von Menschenrechtsverletzungen quasi täglich begeht, hat ebenfalls vollständigen Zugriff. Das heißt für mich, Opera und Opera GX sollte man nicht unterstützen. Im Gegenteil. Und jeder, der glaubt, Opera zu benutzen sei besser als Chrome, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Chrome ist auch nicht gut, aber dazu habe ich ja schon einen Browservergleich erstellt. Um nun eurem Datenschutz ein wenig auf die Sprünge zu helfen, denkt an Incogni, deren Link in der Beschreibung ist. Und damit verabschiede ich mich im Cyberspace. Ciao.